willkommen, liebes Publikum, auch von meiner Seite und vor allem herzlich willkommen, Doktorin Rehan Shahin, a.k.a. Lady Betray. So, es ist mir eben eine sehr große Freude, dass du heute hier bist für ein Gespräch im Rahmen dieser Ausstellung Mali Export. Also bevor ich jetzt dich einführe, noch ein kleines Intro noch zur Ausstellung an sich, aber auch zum Kern dieses Gesprächs. Die Ausstellung, in der wir uns gerade befinden, hat als Fokus, wie Sie sehen, die Fotografien von Mali Export. Es ist die erste Einzelausstellung von Mali Export hier in der Schweiz. Und hier haben wir schon das Kind beim Namen genannt, nämlich die Unterrepräsentanz von Frauen, aber nicht nur von Frauen, nämlich also von eben und anderen marginalisierten Gruppen in Kulturinstitutionen. Und das ist ein Problem und darüber müssen wir einfach sprechen, weil das alles System hat. Das Fotomuseum bemüht sich seit 2019, diese Situation mit Einzelausstellungen von Frauen zu ändern, natürlich. Also von Frauen, aber auch von KünstlerInnen, von FotografInnen. Und wir haben hier parallel zur Ausstellung noch, also von Mali Export, noch eine italienisch-senegalesische Künstlerin, AGJ. Das spricht eben auch irgendwie für dieses Vorhaben des Fotomuseums Winterthur. Es gibt auch zunehmend Bemühungen von weiteren Kunst- und Kulturinstitutionen, aber wir sind noch weit weg vom Ziel einer Gleichbehandlung in der Repräsentanz von Frauen und marginalisierten Menschen in der Kunst, Politik und Gesellschaft. Wir müssen dabei nicht nur darüber öffentlich reden, sondern auch die eigenen Praktiken selbst reflektieren. Wir befinden uns in der feministischen Kampfwoche und ich könnte mir keinen geeigneteren Zeitpunkt eigentlich vorstellen, um mit dir, Rehan, heute über dieses wichtige Thema zu reden. Rehan Shahin, a.k.a. Lady Betray, ist als Wissenschaftlerin, politische Aktivistin, Buchautorin, Performancekünstlerin, Rapperin, Modedesignerin, Journalistin und Bildungsreferentin tätig. Shahin studierte allgemeine Sprachwissenschaften, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Bremen und promovierte 2012 im Fach Linguistik, Language Science zum Bedeutungssystem des muslimischen Kopftuchs in Deutschland. Derzeit forscht sie als Postdoc in den Themengebieten Neue Rechte, Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, Islamismus, Intersektionalität und Gender. Seither hat sie auch nebenher Hip-Hop-Forschung durchgeführt. Zu ihren Buchveröffentlichungen, also 2012 veröffentlichte, also hast du dein feministisches Pamphlet, Bitchism, veröffentlicht, in dem du eben bereits früh auf das intersektionell queer-feministische Thema oder Themen, wie etwa im islamischen Feminismus, also eben auch diese feministische Perspektive auf das Kopftuch, Hip-Hop und Feminismus in Deutschland eingingst und diesen Bezug auch stark auch zu deiner eigenen Biografie hergestellt hast. Und ihre zuletzt erschienenen Bücher, zunächst nenne ich Lady Betray über Madonna, 2020 erschienen und 2019 Yalla, Feminismus. Das neu, also seit Februar. Genau, das ist jetzt das Taschenbuch. Das ist frisch. Genau, genau, druckfrisch hier in unserem Shop auch erwerblich zu haben. Und und darüber werden wir heute auch sprechen. Noch eine kleine Sache, also nein, nicht eine kleine Sache, sondern eben, du bist ja auch als musikalisch unterwegs, nämlich in Form von Lady Betray. Und eben, du gehst als queer feministische Pionierin des Deutschraps und eben anlehnend an schwarze US-amerikanische Musikerinnen wie Lil' Kim oder Missy Elliott, hast du als erste Rapperin Deutschlands sexpositive und intersektionell feministische Themen im Deutschrap besetzt und führst den positiven, reclaimten Begriff Bitch als erste in den deutschen Deutschrap ein, genau. Nun, wir haben eben vorhin diese Ausstellung uns angeschaut und eben vor allem, also hier im ersten Raum haben wir ganz viele Porträts von Mali Export und eben da geht es ja immer wieder auch um die Frage der Identität. Identität beim Export ist sehr wichtig, weil sie ja, also
also eigentlich nicht Walli Exroth heißt, sondern Waltraud Höllinger, geboren Lena. Und mit 27 hat sie dann selbstbewusst entschieden, sich einen neuen Namen, ein neues Branding eigentlich zu geben. Und sie hat die Marke auch geschützt und sie hat sich aber vor allem von einem patriarchalen System befreit, nämlich von dem von des Vaters, also den Namen des Vaters hat sie abgelehnt oder sich davon distanziert und von ihrem Ex-Mann. Und du als eben, du hast ja auch mehrere Identitäten, wie wir vorhin eben gehört haben. Wie gehst du mit dieser Frage der Identität um? Also vor allem im Hinblick auf als Rapperin und als Wissenschaftlerin. Also das ist ja auch eine spezielle Kombination. Zuerst würde ich gerne dazu sagen, dass diese Mehridentitäten, die ich sozusagen auserfülle oder ausfülle, gar nicht irgendwie aus einem freiwilligen Kontext entstanden sind oder irgendwie das, dadurch, dass ich mir das aussuchen konnte, sondern aus der Not heraus. Also ich wollte, als ich noch sehr jung war und angefangen habe, Hip-Hop zu hören, ich habe jetzt sogar angefangen, erstmal Madonna zu hören und irgendwann war mir Madonna zu soft und auch irgendwo zu weiß, obwohl sie einen italienischen Background hat, aber halt nicht, also also auf jeden Fall ein Vorbild, weil ich bin auch über Madonna zum Rap gekommen, aber irgendwann habe ich sozusagen schwarze Rapperinnen entdeckt, die nicht nur Sexualität angedeutet haben, sondern direkt auch explizit, besser gesagt sexplizit, gesagt haben, dass sie ihre Pussy geleckt haben möchten zum Beispiel. Und was ich sagen möchte, ich habe, genau, über Hip-Hop dann so als Jugendliche habe ich jetzt so diesen Traum gehabt, so Rapstar oder Rap-Künstlerin zu werden. Und irgendwann, als ich dann Jahre später geschafft habe, war das halt nicht so, dass ich so, dadurch, dass ich bekannt geworden bin, durch bestimmte Fernsehauftritte, die ja eigentlich mediale Performances waren oder Aktionskunst, man sagt, kann es nennen, wie man möchte, aber sie wurden nicht als solche erkannt. So, sie wurden, also meine Kunst wurde oder meine Person wurde total nicht nur auf das Sexuelle reduziert, also in einem, aber im negativen Kontext, sondern es wurde skandalisiert. Ne? Auch wenn ich sozusagen sogenannte, ja, das, wenn meine Kunst sozusagen als provokativ oder skandalös empfunden wird, ist das schon ein Unterschied, wenn die Gesellschaft, wenn die Mehrheitsgesellschaft eine Woman of Color auf eine bestimmte Art und Weise skandalisiert und sie diffamiert dadurch. Also es war ja nicht so, wenn ich mich überhaupt mit Valley Export vergleichen darf. Mein Valley Export ist viel älter und ist in einem anderen Kontext und mit anderen Medien berühmt geworden, sage ich mal, fühlte ich mich ganz schnell missverstanden und wirklich diffamiert. Und es war ja nicht so, dass sozusagen meine feministischen Absichten oder antirassistischen Absichten oder performancekünstlerischen Absichten verstanden und gefeiert wurden, wie wir jetzt 20 Jahre später, sondern es wurde so, ich kam mir vor wie ein Alien, also es war so, what the fuck, und es spielten so mehrfach Diskriminierungen eine Rolle, also wirklich rassistische, ne, dass sozusagen gesagt worden ist, also auch medial kommuniziert worden ist, was, die hat einen türkischen Background, so, da darf sie das doch gar nicht, wo die herkommt, so, sorry, ich komme aus Bremen, da gab es schon die Bremer Stadtmusikanten, aber so, was ich sagen möchte, es war, also ich war irgendwann, oder halt so zum Beispiel auch so diese Doppelidentität, ne? Also es wurde immer, also ich habe ja, als ich berühmt geworden bin, so 2006, 2007, durch bestimmte sehr explizite Rap-Songs, habe ich damals schon meine Doktorarbeit geschrieben. Und es wurde immer mir die Frage gestellt, wie kann so eine Gossen-Rapperin ihre Doktorarbeit schreiben? Also es wurde nie gefragt, wie kann eine so kluge Doktorin oder angehende Doktorin auch noch so geil flown. Das wurde nie gefragt. Also es wurde immer sozusagen Rap als Musik der Unterschicht und nicht nur Unterschicht, also Unterschicht auf Color, also aus einem migrantischen Kontext, weil wer sich ein bisschen so mit Deutschrap oder deutschsprachigen Rap auskennt, weiß, dass früher, wo vor 15, 20 Jahren sozusagen Deutschrap ziemlich weiß besetzt war, weiß-männlich, und mich gab es damals und ich passte weder damals noch irgendwie, habe ich das Gefühl, noch heute so irgendwie in den Zeitrahmen. Was ich sagen möchte ist, ich war irgendwann an einem Punkt,
das war so 2008, ich konnte keine Musik rausbringen, obwohl ich Songs hatte. Mhm. Ich habe keinen Plattendeal bekommen. Damals war es noch schwieriger, Songs sozusagen alleinständig alleine rauszubringen, weil man braucht Geld dafür. Und viele, klar, es ist eine Erleichterung als gemessen vor 30 Jahren. Man kann viel leichter Musik ins Internet stellen und wird leichter sichtbar. Aber man kann ja nicht irgendeine Scheiße machen. Und man braucht trotzdem Leute, die diese Musik sozusagen machen, die diese Videos machen. Die müssen halt auch eine bestimmte Form von Qualität haben. Songs zu produzieren, und da kann man halt auch nicht irgendwelchen Beatmacher nehmen, sondern die besten BeatmacherInnen, das sind überwiegend Männer, das sind vielleicht im gesamten deutschen Raum 6 Teams, und die sind sehr, sehr teuer, und man kommt auch nicht nur mit Geld an die ran. Was ich sagen möchte, ich wiederhole mich immer, ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich bekannt war, aber meine Kunst nicht machen konnte, durchführen konnte. Dann, ich wurde zum Beispiel damals von Radio Bremen gekickt, wegen meiner Kunst, wegen dieser Musik. So, und ich habe nach meinem Studium so alles darauf gesetzt, dass ich so, weil ich dachte, okay, über Radio, da verdiene ich irgendwie genug Geld, dann kann ich Musik machen. Also ich habe immer mein Ziel, war es, Künstlerin zu werden. Aber irgendwann, genau, dann habe ich halt eine schwere Depression bekommen, auch so durch diese, ne, oftmals wird dann gesagt, ja, die konnte mit dem Hype nicht umgehen. Ey, ich kann sehr wohl, ich bin Künstlerin, ich bin sehr medienaffin und geübt und professionell. Ich kann sehr wohl mit Hype umgehen. Ich bin es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, oder ich bin zumindest geübt. So, ich konnte mit eurer scheiß sexistischen und rassistischen Diffamierung nicht umgehen, was auch total menschlich ist. Andere Menschen an meiner Stelle wären gestorben, weil sie einfach so krass krank waren, weil sie Depressionen hatten, und ich irgendwann an einem Punkt war, erstmal zu sagen, stopp, ich kann gar nichts mehr machen medial, ich muss mich zurückziehen, weil ich bin krank, ich habe eine psychische, ernstzunehmende Krankheit, die potenziell tödlich ist. Und zweitens, als es mir dann so ein bisschen besser geht, ich war so bekannt, ich konnte mich, also wenn ich mich irgendwo beworben habe, die mich ausgelacht, was willst du denn bei uns so, das ist so die Sexrapperin, wer will dir einen Job geben? Also ich hatte nur die Möglichkeit mit meinem mickrigen Stipendium damals von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die mich auch, weil es Beschwerden gab, weil sich Leute wirklich in Massen bei der Stiftung beschwert haben, bei der Universität beschwert haben, exmatrikuliert, diese Schlampe hieß das, die hatten mich dann auch so ein paar Monate aus der Förderung geschmissen, da war ich irgendwie beim Hartz IV Arbeitsamt, ich wollte ja sowieso nicht leben, aber also nur damit man sich diese Situation vorstellen kann, ich konnte, dann bin ich halt so, ich musste einfach irgendwie meine Doktorarbeit weitermachen, weil was anderes blieb mir nicht übrig. Und so bin ich wirklich aus der Not heraus in die Wissenschaft gegangen. Ich bin dann aus der Not heraus, habe ich dann angefangen, auch Bücher zu schreiben, weil ich mich unverstanden gefühlt habe. Und siehe da, obwohl ich 2012 Bitchism rausgebracht hatte, wo es auch schon um Sexualität, Intersexualität ging, ich habe es aber teilweise nicht mal so genannt, weil es so die, also die Begriffe waren mir halt auch nicht so affin, wurde es damals gar nicht rezipiert. Es gab gar kein Publikum dafür. Es gab vielleicht ein paar queer-feministische Menschen, denen ich auch dankbar bin, dass es die gab. Aber es gab nicht so eine feministische oder antirassistische Szene, wie es heutzutage gibt. So. Und es ist einfach teilweise traurig, teilweise aber auch bemerkenswert, dass irgendwie der deutschsprachige Raum fast 20 Jahre gebraucht hat, um Kunst, wie ich es tue, oder auch wissenschaftlich, ne, Themen zu Intersektionalität, Antirassismus, Gender, whatever. Und ich rede nicht von irgendwelchen oberflächlichen Abhandlungen, sondern wirklich kritische Wissenschaft, bis das irgendwie einen Platz oder irgendwie sich zeigbar machen kann. Sorry, das war jetzt eine lange Antwort. Nee, alles gut. Nein, ich wollte noch was nachfragen wegen der übersexualisierte Sprache, die du ja verwendest. Weil ich sehe auch Bezüge zu Wally Export, die ja das eigentlich ins Visuelle überträgt. Also, also eine Form von, ja, also so kann es auf jeden Fall gelesen werden, wie zum Beispiel die Posterwand da hinten, die Aktionshose Genitalpanik. Eigentlich hatte sie auch eine Message. Also es waren. Gleichzeitig aber wurde sie auch stigmatisiert dafür, und eben, wie wir auch hier sehen, bei dieser Arbeit wurde sie auch stigmatisiert ins Pornografische. Ja.
könntest du was dazu sagen, also zu deiner Biografie, weil da, du hast auch damit gekämpft oder mit diesem, eben mit diesem gelabelt werden als pornografisch, also aber ja, und Stigmatisierung, ne? Skandalisierung, genau. Stigmatisierung. Genau. Ich würde gerne so zu zwei Punkten was sagen. Einmal allgemein, wenn Frauen sozusagen sexualisierte Kunst machen, jeglicher Form, also das kann sozusagen wie bei Valley Export, durch Fotografien, in einem künstlerischen Kontext, durch Performances, die sozusagen feministische oder emanzipatorisches Ziel haben oder durch Sprache, wie ich es gemacht habe. Genau, also es ist grundsätzlich sozusagen schwierig für Frauen, gesellschaftlich trotzdem anerkannt zu sein als Künstlerin, so, obwohl, ne, Valley Export ist anerkannt für mich, ne, total, so, und auch von der Elite anerkannt, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Genau, der zweite Punkt ist, so, wenn ich das sozusagen in meinem biografischen Kontext anschaue, ich habe ja sozusagen sexualisierte Sprache benutzt, also im Rap, so, was ja auch nicht irgendeine Sprache ist, sondern es ist eine, ja, schon radikale und vulgäre Sprache, wenn ich über meinen Fotzen-Sekret oder leck meine Fotze sage und nicht leck meine Pussy, also ich habe das ja nicht nochmal so verschönert, so wie auch im Hip-Hop-Kontext üblich, sondern ich habe das für den deutschsprachigen Raum damals wirklich unzensiert ausgekotzt. Wenn man das sozusagen vergleichen würde, ob es auf ein Tablett serviert wurde oder ob es sozusagen auf ein Tablett gekotzt wurde, ich habe aufs Tablett gekotzt, im sprachlichen Sinne. Und performativ habe ich das, also visuell, semiotisch habe ich das ja auch nochmal unterstrichen, wenn ich zum Beispiel an meine Auftritte denke, 2008 bei Schmidt und Pocher, wo ich sozusagen Harald Schmidt, selbst ich mache ja auch Klamotten, so ein Boxershort, da stand dann Harald Bitch was draufgestickt und dann Oliver Pocher sozusagen ein kleines Döschen mit meinem wirklich echten Fotzensekret überreicht habe und die, er wusste einfach nicht mehr, was er machen soll. Genau, oder genau, und danach wurde diskutiert, ist das echt? So, und danach haben sich auch sozusagen Schmidt und Pocher überworfen und haben sich gestritten. Das war, gab es nur noch so 2-3 Sendungen und dann war over. So. Aber warum ich das sage, oder auch andere Auftritte von mir, zum Beispiel bei Menschen bei Maischberger, wo ich auch so mein, es hieß Fotzensport-Outfit, und das waren so, das war so ein Top auch so mit so diesen Quasten, mit diesen, wie heißen die denn, Pasties, die so runter, also die so sehr, so, also hier so runterhängen von den Nippeln, und dann habe ich noch während des Redes, und ich habe mit so einer sehr konservativen weißen Frau, die aus der zweiten feministischen Welle kam, so eine Schauspielerin, und das war interessant, wenn man so heute zurückkriegt, das war der Wendepunkt von, hey, zweite Welle Feministin, white people, geht nach Hause, jetzt kommen wir, die intersektionell queer-feministische Bewegung. Und das war genau das. Und sie wollten mir sagen, wieso, wir haben uns doch schon in den Ende der 60er emanzipiert. Und ich so, währenddessen, und er hat gesagt, ach so, das heißt, sie stehen also zu ihrer Fotze. Und dann sagen sie das doch. Also ich habe sie durch Sprache, also wirklich provoziert. So, und die kam so. Also es war wirklich wie im Film, ne? Also hätte man das inszeniert, würde man das nicht besser hinkriegen. Worauf wollte ich hinaus? Genau, und wenn man sozusagen bestimmtes Background hat, wie ich sozusagen, Gastarbeiterkind, ne? Von Menschen, die sozusagen aus nicht akademisierten ländlichen Gebieten der Türkei zum Arbeiten hierher gekommen sind und also von unten kommt, dann sozusagen sich einer bestimmten Kunstform bedient, nicht irgendwie Jazz für Elite, sondern Sex-Rap, so, also wirklich, ja, wie wurde das betitelt? Gossenkunst, so, ne? Also ich von unten, auch von der Straße, Kunst von der Straße. Macht es einen Unterschied, ob man sozusagen, wie, also ich vergleiche es immer, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, ob man wie Valley Export, die natürlich auch ist, sicherlich nicht einfach hatte. Mein Teppich ist runtergekommen, das darf nicht passieren. Oder ob man so, also ob das in einem künstlerischen, elitären Kontext stattfindet, weil so ein Kunstraum wie Museum, bestimmte Ausstellung ist ja auch ein Schutzort. Der Platz von meiner Kunst war erstens die Straße und zweitens im medialen Kontext, in bestimmten Fernsehstudios, wo ich komplett alleine war. Und interessant ist, wenn man so zurückdenkt, ne? Also zum Beispiel Nina Hagen ist einer meiner Vorbilder, nicht jetzt musikalisch, sie macht
eine andere Form von Musik. Aber als Figur ist sie mein Vorbild. Mhm. So, ne? Weil sie einfach so sehr ja, extrovertiert, sehr so einen eigenen Style, Wiedererkennungswert, auf jeden Fall auch Tabus gebrochen, auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet in ihrem Zeitkontext, in der Zeit. Wenn man zum Beispiel den Auftritt von ihr betrachtet, 1977 im Fernsehen ORF, wo sie beschreibt, wo sie sich dann so auf den Sessel setzt und so hinten zeigt, so, wo ihre Vulva ist und dann beschreibt, wie sie masturbiert. Das war einer meiner Vorbilds-Performance-Aktionen. Ne? Weil ich habe dann genau überlegt, so, okay, was könntest du machen? So, und dann ist mir das halt mit dem Fotzensekret eingefallen. Aber eine Nina Hagen ist eine Nina Hagen. Es ist eine ostdeutsche, weiß sozialisierte Frau und es wird ganz anders anerkannt. Zum Beispiel meine Fernsehauftritte, die viel größere Wellen geschlagen haben als Nina Hagens Auftritt damals, die wurden nie, never, bis heute nicht, in einen performancekünstlerischen oder politischen Kontext gesetzt. Sie wurden immer, bis heute werden sie, als Skandalauftritt, aber nicht im positiven Sinne. So, und das ist halt interessant. Wer macht, übt die Kunst aus? Ne? Weil, nicht falsch verstehen, alle Frauen oder queere Menschen oder nicht-binäre Menschen haben es nicht einfach, in dieser Gesellschaft Kunst zu machen und schon gar nicht, wenn sie irgendwas mit Sexualität reinbringen und irgendwas provokant ist, es ist grundsätzlich schwierig. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob man trotzdem irgendwie einen Halt hat durch einen elitären künstlerischen Kontext oder nicht. Und ich hatte es nicht, ich habe es bis heute nicht. Also ich glaube, auch ein Thema, was auch mit Valerie Edgeworth in Verbindung ist, ist auch die Sexualität der Frauen irgendwie öffentlich zu präsentieren und aber auch eben performativ oder einfach darüber reden. Und also, du machst dich sofort verwundbar, du bist verletzlich. Genau, richtig, weil man sofort in eine Ecke hineinversetzt wird oder eben du sprichst es in deinem Buch, Indianer Feminismus, redet es eben über diese Dichotomie, also diese Gegenüberstellung der Frau oder Einkategorisierung eigentlich zwischen Heilige und Hure. Ja. Und das ist immer nach wie vor. Genau, und das ist interessant, wenn du als Frau zum Beispiel sexualisierte Kunst machst, bist du automatisch die Hure. Du kannst es als Künstlerin machen, du kannst da ganz anders sein. Du kannst ja ein politischer, also der Zweck, weil du es, warum es so machst, kann ja ein politischer sein oder ein wirklich künstlerisch performativer, ein visuelles Ausdrucksding kann das ja sein. Aber du bist die Hure. Und, ne, und also nicht die Hure so, und wenn man das sozusagen weiterdenkt, du bist halt automatisch auch die Sexarbeiterin. Das sage ich nicht, um Sexarbeit abzuwenden, um Gottes Willen. Aber du wirst nicht gefragt, ob du es bist. Du bist die Sexarbeiterin. So. Und die nennen dich nicht Sexarbeiterin, die nennen dich Prostituierte. Also sie behandeln dich, als wärst du verfügbar. So, und auch ein ganz wichtiger Stichwort, was ich auch bei Valerie Edgeworth mir vorstellen kann, weil sie halt auch so wirklich auf die Straße gegangen ist, auch wenn sie anders geschützt war, ne, weil es ist immer noch ihr Partner, der neben ist, der kann ja noch als Schutz fungieren. Du bist halt auch sofort sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Genau, ja. So. Weil alle irgendwie so das Gefühl haben, du bist verfügbar, du bist frei, Frischfleisch. Ja, genau, richtig. Also so eben, genau, wie in der Tierwelt eigentlich. Also du bist einfach irgendwie Zielscheinung. Genau. Also, und egal, wer du bist. Genau, egal. Ne? Eben, genau. Apropos Performance und Provokation, vielleicht komme ich jetzt auf die Frage, was ist heute eigentlich Provokation? Was bedeutet heute Provokation? Vor allem vielleicht als Beispiel, du wurdest ja 2022 von den Bremer Linken als Mitglied der Bundesversammlung nominiert und eben an der Wiederwahl von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier teilzunehmen. Und du hattest dabei eben eine sehr besondere Botschaft, vor allem an die AfD. Und könntest du ganz kurz schildern, worum es ging und eben, ob Provokation eine Message ist oder nicht? Also ich meine, bei Valley Export ist es ein Mittel, um auf etwas ganz Bestimmtes aufmerksam zu machen. Mhm. Genau. Also ich sage immer, dass gute Kunst zu machen,
also für gute Kunst gehört für mich, für mein Verständnis, also es muss, jeder KünstlerIn macht es anders, aber für mich gehört Provokation dazu. Mhm. Aber gute Provokation oder Provokation ist schwer, das kann nicht, das ist nicht leicht zu machen. So, ne? Ich kann nicht sagen, dass mir jedes Mal gelingt, aber mir ist es schon ein paar Mal gelungen. Und bei der Bundesversammlung ist es mir gelungen. Also, dass mein Ziel war, ist, ich wollte heute eigentlich das Kleid anziehen, aber ich habe mich für dafür entschieden. Ich hatte so ein bestimmtes Outfit, das war so aus so türkischen Handtüchern. Also, warum ich sage türkisch, es gibt so eine Textilbranche in der Türkei, auch eine Stadt, da werden Handtücher produziert und da sind so bestimmte Stickereien. Und man sieht, also es ist so sehr stilistisch für die Türkei und auch so für mich, so für anatolische Kultur. Und ich habe aus diesen Handtüchern sozusagen so ein Outfit nähen lassen, entworfen und nähen lassen. Das war, genau, das Outfit hieß Kanakisch Delight, also nicht Türkisch Delight, sondern Kanakisch Delight, weil es gibt ja Unterschiede, ob so normale weiße Türken sind, die etabliert sind und überall studieren können, oder ob so Kanaken sind, die, wie wir, die von unten kommen, so Gastarbeiterkinder, wie du es ja auch bist. Nur nicht aus der Türkei, sondern aus Italien. Und ich hatte dann so türkische Hochzeiten oder türkische kurdische Hochzeiten ist halt auch ein Begriff in Deutschland, die so seit den 80er Jahren richtig regelmäßig stattfanden, auch wo ich ein Kind war, immer so am Wochenende, wo wir sind wir hingegangen auf eine türkische oder kurdische Hochzeit. Und da waren halt so bestimmte Codes, so von der Braut, die hatte dann so eine rote Schleife, das stand für Jungfräulichkeit. Ne, und dieses Outfit hat dekonstruiert zum einen so dieses patriarchalisch traditionelle Rollenmuster oder Geschlechterrollenmuster. Andererseits ist halt so als Gruppierung von Menschen mit Migrationsbezug zur Türkei, das sind ja nicht nur Türken, das sind Kurden, das sind Tscherkesen, das sind Lasen und möchten nicht alle als TürkInnen betrachtet werden, deshalb spreche ich von Menschen mit Migrationsbezug zur Türkei. Sind halt einer der größten oder die größte Gruppierung, die von einem bestimmten Rassismus der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft betroffen ist, bis heute. Und was auch traurig ist, dass es halt so zum Beispiel in der Rassismusforschung, wo ich auch tätig bin, so ein bisschen untergeht, ne? Weil da einfach Theorien aus den USA, also Theorien von schwarzen TheoretikerInnen, die wirklich sehr gute und wertvolle Arbeit gemacht haben, für die USA gemacht haben, aber das oftmals 1:1 auf Deutschland übertragen wird, ohne die deutsche Migrationsgeschichte einzubeziehen. So, das ist übrigens auch mein Forschungsthema. Wo wollte ich drauf hinaus? Genau, zurück zum Outfit. Also, das alles sollte sozusagen dieses Outfit verkörpern und ich hatte so ein Accessoire, dieses Accessoire war so eine gehäkelte blaue Tasche. Und das Outfit war weiß, da waren dann diese türkischen Augen, die vor bösen Blicken schützen. Also es war blau, weiß, rot, die rote Schleife, es war so Stilmittel. Und auf der Tasche stand dann so, Nazis raus, fuck AfD. Und mein Ziel war es natürlich, das dafür Aufmerksamkeit zu generieren. Und das musste ich aber ganz schlau machen, weil so ganz platt jetzt irgendwo hingehen und so, ist halt, funktioniert nicht immer. Okay, dann habe ich das so irgendwie vorbereitet und diese Wahl der also die Bundesversammlung selbst fand in so einem Plenum statt. Da wurde mir ganz schnell, genau, da hatte ich so diese Tasche in der Hand, dann gab es halt eine Pause, man sitzt ja erstmal, ich saß ja wirklich ganz links, ich war ja für die Linken da, also saß ich ganz links. Da ist irgendein Typ zu mir gekommen, Tobi Schlegel noch von Viva und meinte so, übrigens, der hatte eine Maske. Ich habe erstmal nicht gar nicht so, hä, wer bist du? Er so, übrigens, du bist am weitesten von der AfD entfernt. Weißt du das eigentlich? Ich so, geil, wer bist denn du? Er so, kurz Maske runtergemacht, so. Dann auch kurz Angela Merkel vorbeigegangen, mir eine Ghetto-Faust gegeben, so weitergegangen. So, genau. Und irgendwann gab es eine Pause, weil mein Ziel war es ja, diese Tasche zu zeigen. Ja. So, ne? Irgendwie diese Tasche jetzt so zu zeigen. Und mein Hauptziel war es, dass die AfD über diese Tasche aufregt und das dadurch verbreitet. Das war schon vorher mein Ziel. So habe ich nur niemandem gesagt. Das ist so bei Aktionskunst. Man spricht mit niemandem darüber wie Georg Elser. Man behält es geheim. Und dann bin ich da so, es gab eine kleine Pause und dann bin ich so schon in die Richtung immer mehr rechts, ne? Da geht man an den Grünen vorbei, dann ist SPD und irgendwann so zwischen SPD und wo dann irgendwie, was kommt nach der SPD, FDP anfängt, stand, also ganz hinten bei der CDU stand Angela Merkel,
da habe ich erstmal hingeguckt, das war mein erstes Ziel, und habe ich hingeguckt, gucke ich so, shit, über, um Angela Merkel herum, die war ja gerade sozusagen keine Bundeskanzlerin mehr, aber sehr beliebt, wollten alle, also wie so eine Traube um sie herum, Menschentraube, und die wollten alle zu ihren Fotos machen. Ich so, fuck. Dann gucke ich so, steht Olaf Scholz mit Heiko Maas ganz leer, so 8 Meter von mir entfernt. Ich so, wow, okay, dann gehe ich mal dahin. So, ne? Und ich hatte ja so hohe weiße Overnies, sprich, ich bin auch nicht die Schnellste damit. So, okay, dann schliche ich mich da so hin. Und dann komme ich da so an und ich trug ja so einen weißen Schleier, dieses Outfit, diese Overnies und Maske auch noch damals, also letztes Jahr, oder? Ja. Ja, genau. Und Olaf Scholz trägt auch Maske und dann komme ich da so an und dann sehe ich erstmal so die Reaktion von Heiko Maas, der guckt mich so an, guckt mich so von unten an, nach so oben, so nach dem Motto, was willst du hier so? Und ich so, würde gehen nicht mal mit dem Blick und gucke so Olaf Scholz an und sage so, hi Herr Scholz, na wie geht's? Und er so, gut. Und selbst? Und dann habe ich so die Tasche, dann kommt schon so eine erste Frau, so, die da irgendwie ja, tätig war im Bundestag, so eine blonde Frau, sagt so, entschuldigen Sie, Sie müssen Ihre Tasche einsperren. Ich so, wohin? Warum? Sie so, ja, im Plenum sind politische Symbole verboten. Ich so, hä, wieso? Wie politische Symbole sind verboten? Sie so, ja, alles, was sprachlich Politik thematisiert, ist verboten. Auch Symbole, auch auf der Kleidung. Ich so, okay, ich beende das Gespräch, dann gehe ich zurück. Sie so, okay, aber machen. Ich so, kein Problem, mache ich. Und dann gucke ich so, sag so, Herr Scholz, die haben was gegen meine Tasche. Also wieso, was ist denn mit Ihrer Tasche? Und dann hebe ich diese Tasche so hoch und er so voll grinst so, oh, okay. Sagt aber, grinst nur nicht, so nur seine grinsenden Augen durch diese Maske oder über der Maske. Und dann in dem Kontext sehe ich so durch den Augenwinkel, dass so Beatrix von Storch da ist mit Alice Weidel, aber ich habe es so gar nicht. Und dann sage ich so, oh, ja, da sind sie schon. Und regt sich richtig auf. Und diese Frau, die vorher da war, kommt und sagt so, sie wird es zurückbringen. Und dann so drehe ich mich um und so, sagt zu Beatrix von Storch so, ist was? Sie so, nein, das ist unmöglich, unmöglich. Sie so, ja, ihre Politik ist unmöglich. So, dann drehe ich mich um. Jetzt muss ich von da bis ganz zur Garderobe gehen und diese Tasche abgeben. Und da bin ich natürlich so fast gekrochen. Und man muss dazu wissen, ich wusste so, da sind ja Pressefotografen anwesend. Aber ich wusste nicht, das habe ich wirklich einen Tag später kapiert, als dieses Foto viral ging, dass dieses ganze, da ist so ein Balkon um Plenum, im Plenum, da waren natürlich Deutschlands Top-Fotografen, alles Männer, ne? Pressefotografen. Genau, genau. Okay, dann bin ich so ganz langsam auf diesem Weg bis zur Garderobe, kamen 3 Leute vorbei, ne? Sie müssen die Tasche. Ich so, ja, ich gehe doch gerade hin, ich kann nicht fliegen, gucken Sie meine Overnies an. So, oder soll ich die ausziehen? Nein, nein, gehen Sie ruhig weiter. So, nächsten Tag habe ich dann dieses Foto entdeckt, das viral ging, so, aber bestes Bild für die Göttinnen. Ich rede mit Olaf Scholz, daneben so, halben Meter abseits, Heiko Maas guckt mich so, versteht die Welt nicht mehr. Dahinter Beatrix von Storch, wie so Theaterinszenierung, zeigt auf meine Tasche. Alice Weidel guckt auch hin und die regen sich auf. Alter, wie geil ist das? Performance-Kunst vom Feinsten, politische Performance-Kunst vom Feinsten. Und die haben sich danach noch tagelang aufgeregt im Social Media, ne? Und ich habe mich nur hingelegt und habe mit Popcorn mein Dings genossen. Sehr schön. Ich glaube, du hast wirklich dein Ziel erreicht. Ja. Also ja, genau. Diese Performance oder eben Aktion war einfach, wie du gesagt hast, viral, aber auch sehr erfolgreich. Und genau, ich konnte damit was bezwecken, aber muss man nicht halt immer schaffen. Ja. So, ne? Es ist halt immer ein Risiko. Es ist ein Risiko, genau. Und ich würde sagen, es ist dir gelungen. Ja. Und ich würde, glaube ich, jetzt vielleicht die Fragerunde eröffnen für das Publikum. Genau, weil wir die Zeit ist schon vorgeschritten. Echt? Ja, das war aber, vor, 20 war aber vor, schnell. Aber ich dachte irgendwie, ich eröffne die Runde. Gibt es Fragen? Ganz spontan, weil sonst habe ich ganz viele Fragen. Ich mache sonst weiter. Ja. Gut. Nämlich Rap-Szene. Also eben, Bali Export hat auch also in einem sehr männerdominierten Szene eigentlich agiert oder sich versucht irgendwie auch zu emanzipieren, zum Beispiel mit der Identität, mit der Performance und so. Du bist ja eben seit 2007
in der Rap-Szene, also aktiv musikalisch dabei. 2006. 2006, genau, sorry. 2006, also eigentlich bin ich seit 1994 aktiv, aber berühmt geworden bin ich 2006. 2006. Ich glaube auch Social Media, oder? Genau, ja, MySpace. Und ich wollte einfach fragen, also wie ist es eigentlich, wie war es für dich als queer-feministische Rapperin zum einen? Und was hat sich in der Rap-Szene bezüglich Sexismus, aber auch bezüglich Homophobie getan? Hat sich was getan? Minischritte, größere Schritte, was hast du gemerkt? Also auf jeden Fall hat sich, seitdem ich angefangen habe, sozusagen Lady Betray zu sein und Rap zu machen, bis heute auf jeden Fall was verändert, zum Besseren. Mhm. So. Allein, dass es jetzt auch in Deutschland sozusagen eine queer-feministische Rap-Szene gibt, allein, dass es sozusagen eine Deutschrap-MeToo-Bewegung gibt, die ich eigentlich auch 2 Jahre vorher angekündigt hatte in Yalla Feminismus. Es hat sich was getan. Mhm. Was nur so, ja, was halt einfach auch traurig und dramatisch ist im Deutschrap, ist es einfach, ich weiß gar nicht so, ich kann mir vorstellen, klar, diese Kunstszene ist auch patriarchalisch geprägt und bestimmt irgendwo auch toxisch, aber im Deutschrap ist das einfach so, ja, das ist so Patriarchat und Sexismus und Rape Culture und sexuelle Gewalt wird da sozusagen, das wird aufs Tablett gekotzt. So, das ist so sichtbar und so einfach so extrem. Und es ist so, als ich angefangen habe mit meinen Themen und so, ich habe ja gesagt, ich fühlte mich sehr unverstanden, auch im Deutschrap. Mhm. So, es gab ein Publikum des Deutschrap, die sozusagen meine Texte, weil sie so die Texte gefeiert haben und den Sound gefeiert haben, weil es auch sorry gut war, dieses gefeiert haben. Die gab's auf jeden Fall. Aber so diese feministische oder queer-feministische Botschaft oder intersektionelle, das haben die nicht verstanden. Das war wirklich Perlen für die Säue. Ich kam wirklich auch da so, oh Gott, ich so, Alter. Und es war so rückständig, so auch so, was Queerness? Das war so, die waren noch so bei Mann und Frau. So. Und das war so, also wirklich so wie fundamentalistische Religion. Also wirklich so, ne? Und es war so, und ich dachte schon so früher so, oh Gott, das ist so, Alter, wann werden diese Hammel das verstehen? So, ne? Und dann so kamen halt auch so die ersten Journalistinnen, Frauen und queere Menschen, die so auch im Deutschrap so halt auch so für bestimmte Themen so auch Bewusstsein geschaffen haben. Und jetzt kann man so über bestimmte Themen sprechen. Aber das Problem grundsätzlich bei der Rap-Szene ist, es ist so schwer, was zu verändern, weil durch das In-Mode-Kommen von Feminismus, ähnlich ist es auf jeden Fall auch mit Rassismus, aber ich spreche mal jetzt so für queer-feministische Themen oder intersektionell feministische Themen, die ja jetzt sozusagen in sind, das hat Vorteile, ne? Es wird viel mehr feministischer Content oder queer-feministischer Content verbreitet, so ist es ein Vorteil, es ist progressiv, aber wie so oft werden solche Kommerzialisierung von sozialen Bewegungen, werden die halt auch vereinnahmt von den Falschen, so, und mittlerweile, also, und das ist meine Meinung oder mein Standpunkt bezüglich Deutschrap, es gibt zum Beispiel mehr Frauen, die über Sex oder emanzipatorische Themen rappen. Ja. So, die Frage ist nur, sind sie ein gemachtes Produkt? Sind sie eine Hülle? Und ich rede jetzt nicht von den Nischen-queer-feministischen Rapperinnen, die meine ich gar nicht. Ich meine die wirklich, ne, Gehör finden und, ah ja, cool, jetzt gibt's ja Feministinnen. Sorry, das sind keine Feministinnen, die wurden von Männern gemacht, von Männern geschrieben. Und also, ich finde es nicht mal schlimm, wenn Männer schreiben oder Männer, aber von Männern gemacht sein. Also wirklich, feministische Themen sind jetzt in und das sind die Männer, die toxisch sind, die mich, also bis heute, also die mir wirklich den Boden unter den Füßen wegnehmen wollen, damit ich keine Musik machen kann. So, diese Männer haben sich sozusagen die Strategie geschnallt, dass sich diese Texte gut verkaufen und haben sie es vereinnahmt. So, deshalb finde ich halt viele Sachen im Mainstream Deutschrap, die sozusagen feministische Themen vorgaukeln, fake. Sorry. Und ich weiß nicht, was davon. Also klar, kann man sagen, ja, aber es wird ja trotzdem bestimmte Themen trotzdem verbreitet. Aber ich glaube immer, ich bin so ein Mensch, ich glaube an Authentizität. Mhm. Und wenn die wirklich real Vibes nicht da sind, dann wird auch was anderes verbreitet. Mhm. Was ganz Gefährliches wird verbreitet. So, und das ist so ein bisschen schwierig. Habe ich deine Frage beantworten können?
Ja. Ja, also vor allem eben zu also Sexismus und Homophobie, das ist genau. Ja auch noch ein Homofeindlichkeit und überhaupt viel, ja. Und Transfeindlichkeit ist auch ein großes Thema, genau, was auch sozusagen vom US-amerikanischen Rap sozusagen übergeschwappt sind. Die sind, also US-Rap, US-amerikanischer Rap ist sowieso weiter, also auch in queer-feministischen Themen als in Deutschland, das ist gut, aber das ist ja auch nicht weniger patriarchalisch. Mhm. So, also auch so zum Beispiel diese Homo- oder Transfeindlichkeit wurde gerade in den US-amerikanischen schwarzen Hip-Hop der 90er Jahre wurden wirklich krass homophobe und homofeindliche und transfeindliche Narrative verbreitet. Wie zum Beispiel, also ganz blödes Beispiel, aber so, ne, was wirklich durch so diese Legendenrapper, verbreitet wurden, weil gab es so ein Narrativ, was so oftmals in Intros, also bevor irgendwie das, der nächste Song anfing, hört man sozusagen, eine Frau macht Blowjob bei dem Rapper, der ist der geile Hengst, natürlich nicht umgekehrt, aber worauf es mir, was ich erzählen möchte, und dann kam raus, dass die Frau einen Schwanz hat, also es war eine Transperson, und dann wurde das so, so skandalisiert, also nicht im Positiven, also wirklich schlimm, so, what? Mir hat gerade eine Transperson, so, was? Das ist ein böses Wort für Transmenschen. Und dann, und das wurde so, war so normal, das ist nicht weg, das ist auch noch im Deutschrap so und auch in den Köpfen vieler Männer oder Cis-Männer oder bestimmte heterosexuelle Cis-Männer. Und das sind so Sachen, die sind so fest verankert, deshalb vergleiche ich das gerne mit fundamentalistischer Religion. Ja, es hat Bezüge, also auf jeden Fall hat es Ähnlichkeiten, ja. Genau, und es ist auch ein bisschen traurig, dass so diese queer-feministische Nischenszene erstens qualitativ zwar immer besser wird, aber nie an diese Musik wie die Mainstream, cis-heterosexuellen, sexistischen, toxischen Mainstream-Rapper rankommen wird, weil sie nie diese Möglichkeiten bekommen werden. Mhm. Es sei denn, sie lernen es irgendwann so krass, daran glaube ich, klar, aber da müssen 20 Jahre nochmal vergehen. Also ich werde es nicht mehr miterleben. Ja, doch. Ja, nein, also ja, bestimmt, aber nicht mehr als aktive Künstlerin wahrscheinlich. Ja. Es ist traurig, genau. Und halt auch so die Marginalisierung dieser Szene, das ist ja auch ein Problem. Also, queer-feministischen Rap werden nur Leute hören, die irgendwie sich mit diesen Themen beschäftigen und Interesse haben. Das werden die Leute, die es eigentlich hören sollten, never ever hören. Also da findet halt auch eine Marginalisierung oder hat eine Marginalisierung stattgefunden. Deshalb, wenn Leute zu mir sagen, oh, es gibt doch jetzt voll die queer-feministische Rap-Szene, das ist doch jetzt alles viel einfacher, oder es gibt doch jetzt auch feministische Rapperinnen, sage ich so, fuck off, Alter. So, ja. Das ist eine Schande. Ist, ja. Bleib mir fern, ey. Genau. Erzähl mir sowas nicht. Ja. Ich habe noch eine, also vielleicht, ja, da gibt es eine Frage. Ja, schön. Ich fand das super spannend, auch die. Darf ich Ihnen das Mikro? Ah, natürlich. Genau, also die Idee, dass so eine Vereinigung von Buzzwords oder von Themen patriarchales Thema schützen können, jetzt im Gangster-Rap, finde ich super interessant. Im Gangster-Rap oder was hast du? Im Rap, ja. Ja. Meine Frage jetzt auch so ein bisschen: Haben Sie ähnliche Erfahrungen in der Wissenschaft gemacht? Weil als Wissenschaftlerin würde ich behaupten, lässt sich das eigentlich sehr analog betrachten. Oder auf jeden Fall, aber meinst du jetzt was konkret Parallelen? Also ich Vereinnahmung durch irgend so Buzzwords, das Thema auf eine Art Parallelen, also die Struktur des Systemswissenschaft. Ah ja, klar, also ich meine, genau, okay, jetzt habe ich nicht verstanden, weil ich wollte genau wissen, welche Parallele du meinst. Also grundsätzlich vergleiche ich gerne die Deutschrap-Szene mit der Fakademia. Ich mache dann so metaphorische Bilder, indem ich sage, ein cis-männlich heterosexueller, meist toxischer Deutschrapper post mit seinen fetten Autos, mit seinen Bitches um sich herum, mit seinen protzigen Raps und ein weiß heterosexueller cis-männlicher Professor macht das Gleiche mit seinen Vimis, was überwiegend Frauen sind, mit seinem Laptop und seinem breitbeinigen Gestus, wenn er dann im Symposium sitzt, und mit seinen Publikationen. Das ist das Gleiche in Grün. Also es ist wirklich ähnlich. Ne? Damit sage ich natürlich nicht, dass alle Profs so sind, aber
Das sind diese Strukturen, das sind diese patriarchalischen Strukturen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Aspekt gucken, was du gerade als Frage gestellt hast, so, ne, Buzzwords, ey, na klar, also wenn wir zum Beispiel jetzt Gender Studies als Beispiel nehmen, ich möchte wirklich keine, die wenigen guten Leute, auch Profs, WissenschaftlerInnen, angehende PromoventInnen, StudentInnen der Gender Studies wirklich, mir gehört, euch gehört mein Herz und ich glaube an euch, weil ihr seid die Zukunft. Aber was ich sagen möchte ist, wie oft habe ich es erlebt, dass auch da, ne, das sind Leute, die machen Gender Studies, intersektionell feministische Forschung, Antirassismusforschung, also wirklich noch kritischer geht's nicht. Und das sind solche Machtarschlöcher, wo ich denke, Alter, wende mal deine fucking Theorien auf dich selbst an, mach mal so eine Selbstreflexion, mach mal eine fucking Therapie. Was machst du hier gerade? So, und das habe ich wirklich am eigenen Leib und ich habe wirklich meinen Mund gehalten. Ich wollte diese Profs, ich sage jetzt nicht, welchen Geschlecht die hatten, ich wollte die nicht blamen, aber es war eine Schande für mich. Ich habe mich zurückgezogen von denen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch gerade nicht wahr sein. Und ganz bestes Beispiel, ne, wegen so Vereinnahmung, wie oft hat man versucht, meine Theorien, meine Sachen, sogar meine Doktorarbeit, ich musste meine Zweitprüferin wechseln, weil meine erste Zweitprüferin, die ich eigentlich hatte, mir so eine E-Mail geschrieben hat, ja, schicken Sie die ersten 150 Seiten. Und meine Doktorarbeit war ja die erste Arbeit zu der Zeit, ne? Analyse zum, also wirklich aus semantischer, semiotischer, linguistischer, sozialwissenschaftlicher Perspektive, Analyse des muslimischen Kopftuchs in Deutschland. Und sie war eine Religionswissenschaftlerin. Sie hat auch eine Studie gemacht, ich sage euch mal, wie sie die gemacht hat. Sie hat so Musliminnen gefragt zur Religiosität. Was machen dann weiße Profs, wenn sie Muslimen suchen als Informantin? Die gehen nicht wie Rehan auf die Straße und suchen die einzeln, sondern die gehen in einen Moscheeverein und erklärt der Imam, wer was wie wozu zu welchem Thema sagen soll. Es ist sowas vom ideologisch gefärbte Scheiße. Es ist eindeutig, einseitig und das ist nicht mehr objektiv, das ist Bullshit. So, und das war ihre Studie. So, oh, ich habe 25 Menschen qualitativ befragt. Ja, wie lange hat denn das gedauert, Alter? Bis ich meine 30 Kopftuch tragende Frauen gefunden und wirklich deren Einwilligung, Alter, das war richtig hart. So, und die hat mir dann geschickt, so, ja, schicken Sie mir die ersten 150 Seiten. Und das ist auch, aber manchmal, mir passieren echt schlimme Sachen im Leben, sind mir passiert, aber manchmal habe ich so, passieren mir auch Sachen, da schickt mir irgendwie die Göttin der vaginalen Gerechtigkeit eine Eingebung. Wisst ihr, was passiert ist? Sie hat mir ich sollte die ersten 150 Seiten schicken. Ich war kurz davor, ich so, okay, das mache ich Mittwoch, Dienstag überarbeite ich das, Freitag schicke ich es ihr. So, Dienstag hatte sie mir die E-Mail geschickt, sagen wir mal, oder Montag. Dann so Mittwoch, just for fun, gehe ich auf die Homepage, auf ihre Homepage, ne, Uni-Homepage. Ich gucke, sie kündigt den Abschnitt an, was ich ihr schicken werde, als Artikel. Ich so, wie, die arbeitet doch nicht dazu. Die arbeitet, never ever arbeitet die zum Kopftuch und nicht zu diesem Relation von Kopftuch und Mode war das. Und das sollte ich ihr schicken, den Antrag. Und ich so, ey, fuck, warte, was passiert hier gerade? Das ist, ey, die will das klauen. Und was habe ich gemacht? Ich habe es ihr nicht geschickt. Ich habe hinter ihrem Rücken Frau Birgit Rommelspacher gefunden, eine linke Professorin, eine richtig coole, auch Rassismus, Intersektionalitätsforschung, Psychologie hat sie gemacht, die lebt leider nicht mehr. Und dann habe ich sie gewechselt und dann so einen Monat später hat sie es mitbekommen, schickt mir eine E-Mail. Was fällt Ihnen ein? Ich habe mich runtergedingst und sie als Doktorandin angenommen und jetzt erfahre ich, dass sie mich gewechselt haben. Habe ich ihr geantwortet, machen Sie sich mal ein paar Gedanken und gucken Sie mal Ihre Ankündigung, Artikelankündigung auf Ihrer Homepage an. Und wenn Sie darüber reden möchten, stehe ich gerne zur Verfügung. Nie wieder was gehört. Aber, ne? Also so im stupidsten, konkretesten Fall wird dann geklaut. So, und Sachen vereinnahmt. Das ist ja auch eine große Herausforderung für Menschen, das, was sie sagen, auch zu leben. Es ist ja wirklich ein Problem. Ich will das auch nicht, ne? Ich bin so ein Mensch, ich habe 2 schwere Depressionen durchgemacht, ich habe viel Selbstreflexion, ich reflektiere mich immer noch selbst, ich beschäftige mich mit Menschen, ich schütze mich, ich mache dies, ich mache das. Vielleicht bin ich geübter, aber es ist so oft, wo ich mir denke, so... Ja. Verstehe ich. Ja. Und die Fakademia ist so... Ja. Genau.
die schlimmste Branche eigentlich. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Der Turm aus Elfenbeinschwanz. Genau. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für die letzten 5 Minuten, nämlich zum heutigen Stand des Feminismus. Schwere Frage. Nämlich, du schreibst in deinem Buch, wir befinden uns an der Spitze der Klitoris. Ja. Genau. Was meinst du damit? Und ja. Also das war ja so vor 3 Jahren, wo ich das sozusagen formuliert habe. Damit meinte ich so, dass sozusagen bestimmte Themen angerissen werden. Beispiel Intersektionalität. Ne, es ist ein Begriff mittlerweile nicht nur in akademisierten Kreisen, sondern auch so in nicht akademisierten Kreisen. Mittlerweile, ne, weiß jeder, es ist so, wenn sich mehrfach, ne, wenn sich Diskriminierungsformen wie Rassismus, Klassismus, Ableismus, Sexismus überschneiden, sagen wir es mal so. Deshalb habe ich Yalla Feminismus geschrieben, weil Intersektionalität kommt natürlich aus der schwarzen Frauenbewegung und das muss auch anerkannt werden, geschichtlich. So, ne? Aber wir müssen diese Theorien auch irgendwann auf die queer-feministische Szene, Beispiel, auf Türkei, Islam-Kontext, Migrationsbewegung in Deutschland, Gastarbeiter. Wir müssen das auch mal anwenden. Genau. Das bringt nichts, wenn wir diese Theorien irgendwie in ihrem Kontext lassen und so tun, dann in schwarze Menschen in Amerika, also schwarze Menschen auch in Deutschland. Sehr wichtiger Punkt. Ne? Aber es ist wichtig, dass verschiedene Leute mit verschiedenen Wissen und verschiedenem Background, zum Beispiel Intersektionalität, zum Beispiel Rassismustheorien, auf bestimmte Bereiche anwenden und analysieren. So, nur so können sich solche Konzepte verbreiten. So, ich habe es jetzt wie Türkei, Islam, alevitische, kurdische Identität gemacht. Ja. So, ne? Aber wir brauchen noch mehr. So, also was ich sagen will, Vorteil ist, dass bestimmte Themen angerissen werden, thematisiert werden. Das ist, ne? Hip-Hop-Feminismus ist mittlerweile ein Begriff. Worüber haben wir vorhin geredet? So, Gender und Kartografie, wie hast du es genannt? Katalogisierung. Oder genau, also zum Beispiel so in einem Stadtraum, dass das sozusagen von patriarchalischen Cis-Männern für Männer gemacht ist und dass Frauen so gut wie oder queere Menschen so gut wie nicht berücksichtigt werden. Genau. Und das sind so alles Sachen, das könnte man so, vor 15 Jahren hätte man kein Publikum dafür. Es war eigentlich einfach nicht in. Man konnte nicht drüber sprechen. So, jetzt können wir drüber sprechen, aber es ist auch noch Arbeit zu tun. So, für uns alle. Ja, genau. Wir stehen immer noch am Anfang. Genau. Also, Also so zum Beispiel so eine Ali Schwarzer, ne? Warum ist sie, ja klar, sie ist transfeindlich, sie ist antimuslimisch, rassistisch, wenn man es mal so, ne? Ja. Ganz klar. Klar, aber wir müssen das auch Leuten erklären. Genau. Man muss Also wir müssen gar nichts, versteht mich nicht falsch. Genau. Wir können uns auch, ne, wie viele einfach da stehen und sagen, ey, das ist dein Job, ich mache nicht politische Bildungsarbeit umsonst. Aber irgendeiner muss es machen, damit sich diese Gesellschaft auch langsam verändern kann. Weil wenn wir dann so, wie einige Menschen, so radikale Haltung einnehmen und eine bestimmte arrogante Haltung von oben herab und so tun, so, ja, ich kann das, du nicht. Ich kann das, weil ich auf Color bin und du nicht, weil du auf Weiß bist. Klar, ich rede auch nicht mit extrem Rechten. So, das ist nicht mein Ding. Ne? Weil es ja, irgendwas hat entweder einen Zweck oder nicht. So, darum geht es nicht. Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo die Mitte bestimmte Sachen verteufelt, weil sie null Ahnung davon hat und vielleicht auch keinen Bock drauf, klar. Wie zum Beispiel Gender Studies, ne? Trans-Identitäten, alles, was dazu gehört. Rassismus, sowieso rotes Tuch, will niemand von wissen. Aber ich finde, ein bestimmtes Publikum, bestimmte Gesellschaften, wir müssen denen halt auch Chancen geben, damit sie bestimmte Themen verstehen können oder sich auch mal hinsetzen und Sachen lesen oder, ne, das müssen wir denen können. Und ich finde, so Status quo ist da, dass bestimmte Themen viel mehr als früher thematisiert werden, aber es ist noch einiges an Arbeit zu tun, wenn wir vor allem diese Kommerzialisierung, dieses Mitläufertum berücksichtigen, da kommen halt auch so, ja, ganz gefährliche Entwicklung, wo wir halt aufpassen müssen, dass wir nicht so nach außen hin so aussehen, aber innen hin ist immer noch pfui. Ja, genau. So, dass wir alle irgendwie feministische T-Shirts tragen und aussehen wie Annie Sprinkle bei ihrer Performance, aber irgendwie trotzdem werden wir unterdrückt und können uns in unserer Beziehung, cis-männlichen Beziehung zu Hause, Beispiel, nicht mal durchsetzen, weil wir nicht gelernt haben, worum es eigentlich in echt geht. Ja, es muss eben ankommen.
beim Menschen. Ja, also und halt auch leben. Genau, so. Man muss es wirklich auch umsetzen. Genau. Ja. Und das meine ich gar nicht, weil ich irgendwie mit einem Stock daneben stehe, sondern mir geht es wirklich so um wirklich Umsetzung von progressiven, von Gleichberechtigung von Geschlechtern, von Antirassismus, von Klimaschutz, Klimaaktivismus. Also das sind wichtige Themen. Genau, richtig. Ja. Genau, wichtige Themen. Wir haben noch einiges vor uns und wir stehen noch am Anfang. Genau, aber wir stehen am Anfang, ist ja schon immer. Also, schon mal ein Fortschritt. Also, immerhin mal besser als vor 15 Jahren. Genau, ne? Richtig. Da standen wir nicht mal am Anfang, da standen wir im Keller. Ja, genau. Und es gibt viel Arbeit, das ist so, aber ich glaube, es, wie ganz am Anfang auch gesagt, wie du es auch immer wieder gesagt hast, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Und eben, wir haben jetzt auch darüber geredet, aber wir müssen noch mehr darüber reden und eben uns damit beschäftigen und uns eben auch noch selbst reflektieren. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Rehan, Janine, dass du eben hier für uns geredet hast. Und es war ein wunderbares Gespräch, ich habe es super gefunden, also ich habe es total genossen und ich hoffe, ihr auch, liebes Publikum. Ich bedanke mich sehr. Und Dankeschön, dass so viele da waren. Ja. Danke für die Einladung an das Fotomuseum Winterthur. Danke an Patricia, Dr. Bitch, Patricia Munforte. Das ganze Setting und wir werden ins Foyer gehen, also mit Rehan und da werden auch, also Rehan, du also da gibt es meine Bücher, wenn ihr genau. signiert haben wollt genau. und ein Buch wollt, dann bin ich da, stehe ich genau. zur Verfügung. Aber und vorher muss ich noch kurz auf Toilette. Genau, dann machen wir eine kleine Pinkelpause und dann sind wir wieder da, aber eben im Foyer außerhalb des Raums hier. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke nochmals.